Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem LTNator. Willkommen zum 10. Part von New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Beim letzten Part konnten wir es schaffen, wir mussten leider den Gigantogarten nochmal wiederholen und haben es jetzt nun geschafft, sogar bis ins Geisterhaus zu kommen mit Secret und Star Coins. Das habe ich jetzt mal so gemacht, als Entschuldigung wegen Wiederholung des Gigantogartens. Aber gut, ich habe ja auch gesagt, diesmal werden wir den Secret machen plus noch die nächsten Level. Aber ich habe nicht gesagt, ob wir es bis zum Schloss von Iggy schaffen. Werden wir sehen. Erstmal machen wir dieses Level, nämlich Parakäfer-Parade. Und das ist eins der Level, die ich genauso hasse wie das Cheep-Cheep-Level im Minzmeer. Denn die gehen dann immer nach oben, also kommt drauf an. Die Großen gehen nach unten, weil die dann nicht sehen können. Und die Kleinen gehen nach oben. Nein! Wenn es eine Möglichkeit gibt, vielleicht ist irgendwo Mopsy in der Nähe. Da bräuchten wir eigentlich das ein Item. Warte, da ist er doch. Wir gehen dahin. Leute, wir gehen dahin. Wir brauchen vom Mopsy das gestohlene Item. Ich werde es dann von ihm stehlen. Ist mir scheißegal, wenn ich es nicht schaffe. Dann werde ich es einfach von ihm einfach wegnehmen. Wir brauchen das Item. So. Also, nein, nein, nein. Falsch. Raus, Luigi. Wie ich beim letzten Mal gesagt habe, ist Luigi dran. Und er darf jetzt das Vergnügen haben, Mopsy zu fangen. Bei Igluckluck. Das war ja zum Glück nicht das Cheep-Cheep-Level. So. Und los. Nein! Ah! Fängt ja gut an. Nicht wahr? Nicht wahr? Ich wollte nur wiederholen, ob ihr mich gehört habt. Ist nicht so wegen Videoschneiderei oder sowas, sondern einfach wirklich einfach Spaß. So, und los! Okay. Nein. Aber wir können da hochgehen. LOL! Ich dachte gerade, ich würde sterben. Doch dann ging er noch runter, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr. Ich bin einfach. Was? Ey, mein Herz ist. Was für Herz? Mein Gehirn ist gerade explodiert, so wie bei NXT Takeover Toronto. Also, das ist von WWE. Ich bin ja Wrestling-Fan. Deswegen ja auch das da. So, das ist halt ein WWE-Produkt. Okay, und jetzt können wir es vielleicht schaffen, wenn wir jetzt es sehr gut machen. Also zum Glück habe ich hier eine normale Eichel und natürlich die Pi-Eichel. Also los geht's, wünsche mir Glück. Da drüben kommt ja auch gleich die Sternmünze. Also. Nein! Au! Ich glaube, ich sollte es mal lassen, hier auf mein Bein zu schlagen, vor allem das rechte.
Eigentlich bin ich längst dann da. Naja, dann probiere ich es halt mit der normalen Eichel. Okay, dann los geht's. Auf den da bitte. Sehr schön. Sehr schön. Der kommt ja immer nach Tönen. Vielleicht sogar ein One-Up-Pilz. Alles klar. Ich mache nur so, dass ich Ausschau halte nach dem Starcoin, der hier irgendwo ist. Oh, stimmt. Das sieht aus wie ein Kugelbilly. Ja. Bitte noch! Das ist gerade nicht passiert, oder? Das Dumme aber, ich brauche noch eine Eichel. Ja, ein One-Up kriege ich, aber keine Eichel. Warte, was? Wäre ich nicht eigentlich von dem Ding getroffen? Aber warte, vielleicht gibt's hier. Nein, auch nicht. Nein. Nach oben. Ich glaube so. Ich habe jetzt eigentlich gerade gedacht, noch Toilette zu holen und Peach Chat daraus zu machen. Aber erstmal ist es keine gute Idee. Dabei will ich ehrlich gesagt auch nicht mit Toilette spielen. Auch nicht mit Mopsy. Also erstmal, Mopsy kann natürlich keine Items annehmen. Das finde ich halt voll behindert. Aber gut, er klaut die eher. Die gehen noch nicht mal ins Inventar rein. Das ist halt auch blöd. Und dazu noch, naja, Mopsy ist halt unbesiegbar und Toilette kann halt auch lange schweben, da sie P-Chat ist. Da will ich halt nicht, dass sozusagen sie die meisten Level macht. Deswegen sollen sie halt die Hauptcharaktere, ja, Mario, Luigi und die Toads, die sollen halt es auf jeden Fall machen. Okay, ich gehe lieber so rauf. Ja, sehr schön. Ist mir scheißegal jetzt mit den Wunderpilzen. Ich kann mich jetzt nicht auf Wunderpilze konzentrieren. So. Das schaut mich so dämlich an, dieser Kugelbilly. Ja! Die rote Röhre geschafft. Weil da ist der letzte Starcoin. Wir haben das Level geschafft.
Sehr schön. Kurze Haare. Jetzt so. Meistens bemerke ich, dass ich immer mit langen Haaren in die Videos reingehe. Das einzige, dem ich kurz hatte, dass ich mich erinnern konnte, war ATTV 7. Naja, wir könnten zwar auch in die Zuckerwatte. Warte mal, was? Mopsi gibt's wieder. Sagen wir. Ja, machen wir einfach. Also erstmal auf jeden Fall speichern. Zum Glück, die Capture Card Aufnahme ist an. Und wir gehen jetzt zu den Eiswürfelfällen. Da holen wir einfach nochmal Mopsi und behalten dann das Item fürs Erste. Auf jeden Fall muss ich danach auf mein Tablet schauen, wegen Secret und Starcoin. Weil da gibt es ja auch normales Ziel und Secret. Und Secret ist eigentlich das, was wir eher brauchen. Weil das normale Ziel führt halt nicht dorthin, wo wir sollen. Deswegen müssen wir halt nochmal dann das Secret suchen. Genauso wie alle drei Starcoins. Aber erstmal müssen wir Mopsi fangen. Mist. Achso, das war jetzt ich. Nein! Nicht gut. Ja! Nein! Er ist weg. Ach nee, er ist noch da. Na, warte. So. Puh, Glück gehabt. Dafür können wir jetzt einen Stern gebrauchen. Gesessen. Ich wollte das nicht machen. Ich wollte nicht Eichhörnchen einsetzen. Shit. Naja, vielleicht schaffe ich es jetzt mal. Was soll ich machen? Ja. Uff. So, wir haben jetzt wenigstens das bekommen. Schon mal was Gutes. Und nun werden wir zurück zum Limonadendschungel gehen. So. Ja, wir könnten noch kurz zur Sandkuchenbüste. Da drüben ist ja auch noch eine Eichel. Können wir gleich hingehen. So. Da drüben. Ich gehe lieber unten rum. Ich habe jetzt irgendwie gerade. Oder doch, ist egal. Nimm mir den Hammer, Bro. Oder meinetwegen auch den Goomba. Ist ja auch egal. So. So. Überhaupt nicht lustig. Ich kann ja auch währenddessen schon mal das Tablet bereit machen. Okay, Starcoin und Secret Excel sagt er ja natürlich auch. Das ist nämlich sehr gut. Das steht hier sogar extra. Also wenn ihr sicherheitshalber auch mal Mario Bros. Spielen solltet, auch egal ob Let's Play oder nicht Let's Play, schaut unbedingt auf YouTube bei GameXplain, falls ihr Hilfe braucht. Also nicht, also bei mir könnt ihr natürlich auch schauen, aber bei GameXplain natürlich nur für Starcoins und Secrets. Bei Luigi U könnt ihr natürlich auch schauen, aber ich weiß nicht, ob es bei GameXplain ist. Er hat sogar jetzt mal gerundet 1,19 Millionen Abonnenten. Er hat auf jeden Fall viel mehr verdient. Also ich habe ihn erstmal noch nicht abonniert, weil ich bin mir halt echt nicht sicher, ob ich ihn abonnieren soll. Naja, schauen wir mal. Das ist jetzt Level 4 und das müsste Level 5 sein. Ja, wir gehen in die Seite und schauen nach. Star Coins und Secrets. Ja, ja. So. Okay.
Okay, den ersten Checkpoint werden wir easy finden. Und den zweiten werden wir auch leicht finden. Den dritten. Ah. Also beim dritten, da wird auch gleichzeitig das Secret herausgefunden. Da nehmen wir schon mal die Eichel. Und gleichzeitig einen Stern, weil wir schon 3 Sterne haben. Wenn ich gerade so denke mit Bewertung. Jetzt haben wir noch 2. So. Was? Hä? Wie? Das soll der zweite sein? Hä? Ach so! Oh. Münzen! Noch diese 2. Sehr schön. Jetzt können wir weitermachen. So, der letzte ist ja. Der ist nicht hier, aber da. Nein, jetzt ab! Was soll's? Also wir haben wenigstens eine Sternmünze. Das ist schon mal was Gutes. So, natürlich gemalt von Geisterhand. Da drüben. So, jetzt. Uff. Nein! Au! Wenn ich fertig bin, schaue ich nach, ob es rot ist. Ich habe nicht gedacht, dass der erste einfach eiskalt dort in der Röhre ist. Da drüben hat das eigentlich ganz anders gezeigt. Dabei geht's nicht mehr, oder? Mopsi? Leute, da gehen wir hin. Moment, das war der Gigantogarten. Wir gehen trotzdem hin. So, Leute. So. Wir werden jetzt nochmal zum Gigantogarten leider wieder zurückgehen. Fang Mopsi in 100 Sekunden. Nein, die Schö- Nein! So. Okay, egal. Los geht's. Lass den noch leicht laufen. Wenigstens müssen wir groß werden. Ja! So. Ich habe ihm sein Zeugs zurückgebracht. Viel Spaß. Mit Zeugs kann man auch was anderes denken. Einfach so. So. Jetzt
können wir nochmal hier zurück. Auch ohne Checkpoint, da können wir schon mal die ersten zwei nämlich holen. Und dann, wenn wir mal verkacken sollten, haben wir es dann wenigstens fertig. So. Also haben wir wenigstens schon mal die ersten zwei, meinte ich damit. So. So, da drunter geht's ja schon. Dort ist der Starcoin. Ach, egal. So, und da oben ist der erste. So. Und nun gespeichert. Also zum Glück kann man da rüber rennen. Okay, hier kriegen wir einen One-Up. Sehr gut. Hier ist eine Brustblume. Eigentlich müsste er dort oben sein und ich weiß halt nicht, warum es eigentlich nicht bei mir so ist gerade. Ich bin ja Mario Bros. Ich weiß es. Ach da! Das war der dritte! Ach so, dann war es mein Tablet anscheinend. Mist. Gibt's mehr? Oh! Das kann uns helfen. Komm schon, geh schneller. Das war jetzt ernsthaft mit Absicht. Es war mit Absicht. Nee, das bringt jetzt erstmal nichts. Okay, also wir brauchen Hauptsache erstmal einen Pilz. Da drüben ist auch zum Glück einer. Vergiss es, da ist keiner. Aber hier ist einer. Also hier ist er noch nicht. So. Okay, sehr gut. Ja, sehr schön. Und hier runter. Bis. Das ist nicht das Secret. Warum sagt es hier nicht gleich? Da drunter ist das Secret. Warte. So. Wir haben den Secret. Und jetzt werdet ihr alle einschlafen. Ihr werdet ganz... Na Spaß. Soll natürlich nur ein Witz sein. Okay, zum Glück nimmt die Capture Card auf! Ich hab B zu früh gedrückt. Und ich hab's trotzdem geschafft. So. Somit haben wir es hier geschafft. Ich denke, wir müssen wohl Iggys Schloss wohl später machen. Jetzt erstmal zum nächsten Starcoin. Also Secret müssen wir nicht unbedingt machen, aber ich würde es trotzdem machen. So. Mhm. Ah, okay. Okay, den Second sehen wir auch. Mhm. Der letzte ist... Ah, und der Secret? Gleich dazu. Alles klar. Dann los, Leute. So. Ja, den brauchen wir eigentlich. Später sind wir unter Wasser. Habe ich vorhin beim Video gesehen. Da unten, da sieht man ihn. Den holen wir jetzt erstmal. Leute.
So. Alles klar. Aber hier gibt es zum Glück noch einen. Warten wir erstmal. Da. Schon mal sehr gut. Jetzt fehlt nur noch einer. Und er ist ja nicht weit entfernt. Der ist da drüben. Plus die Röhre, die wir brauchen. Oh, richtig knapp, Leute. Aber wir haben das Level beendet. So, dann können wir gleich zum nächsten Level raufgehen. Ich würde sagen, dass wir Iggys Schloss im nächsten Part beenden werden. Erstmal gehen wir zum Itemhaus. So. Okay. Alles klar. Zur Zeit sind jetzt alle, die ich brauche, rechts. Mhm. Ups. So. Ja, ja. Ja! Sehr schön! Ich wollte die zwei Pilze, falls halb wir sie echt gebrauchen könnten. Deshalb habe ich auch die gewählt. So. Also wir könnten, glaube ich, ein oder also entweder ein von beiden oder sogar beide Level noch machen. Also es gibt nur Neige. Warte mal, was? Oh. Okay. Was sieht man denn da? Eine Röhre. Und da ist auch schon die erste Sternmünze. Die können wir jetzt gleich holen. So. Und ich sollte es unbedingt lassen mit den Achsen! Ich glaube, wir beenden wirklich noch dieses Level in dem Part. Und dann im nächsten Part melden wir die letzten zwei Level. Das war knapp, Leute. So. Alles klar. Und hopp. So, diesmal haben wir es geschafft. Die erste Sternmünze. Jetzt brauchen wir nur noch die nächsten zwei. Also bei den Kandisminen wird es eindeutig, also ich glaube eindeutig schwerer, weil es liegt halt daran, bei den Kandisminen gibt es nur noch Secrets, um halt auch die Sternmünzen gleichzeitig zu erreichen und auch überhaupt an einigen Leveln zu kommen.
Wir müssen erstmal hier warten, bis die Piranha-Panzer. Okay, perfekt. Oh nein, das ist jetzt nicht euer Ernst jetzt, oder? Wie kann es sein, dass die mich erwischt hat? Wie? Kann es mir irgendjemand mal sagen? Okay, es ist Zeit. Ich brauche einen davon. Ja, es geht nur. Neige. Blablabla. So. Natürlich haben wir eigentlich schon gesagt, dass dieses Item in den Mario Bros. Parts erlaubt ist. Aber Toilette ist nicht erlaubt. Verdammt. Oh, ich habe ihn doch erwischt. Sehr schön. Nice, Lady. Sehr schön, Nummer 2. Jetzt wird nur noch ein einziger und dann war es leider auch schon mit diesem Part. Mal sehen. Also hier ist der Checkpoint. Jetzt müssen wir halt nur schauen, wo der letzte Starcoin hin ist. Ich glaube, hier irgendwo muss er sein. Wenn wir auch ein bisschen nach unten gehen. Lol. Da ist er ja. Nein. Ach so. Ach so, bei dem kann ich nicht mehr wieder rauf. So. Ich habe nicht gedacht, dass es in einer Röhre ist. Das habe ich jetzt echt nicht gedacht. Uhuhuhuhu. So. Alles klar, Leute. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Also ich würde jetzt schon mal sagen, das war es dann auch mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mal einen schönen Daumen nach oben da. Ihr könnt gerne meine beiden Kanäle abonnieren. Hier für weitere Parts und für den anderen Hauptkanal. Das lasst ihr euch lieber überraschen. Außer die, die es halt wissen, dann wissen sie es halt schon. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute.